Weidmannsheil aus dem schönen Allgäu. Wer mich noch von den alten Videos kennt, mein Name ist Norm Ritzek von der Firma Minox. Ich habe heute das große Glück, bei meinem Kollegen Tore Wolf von der Firma Mauser hier im Allgäu jagen zu dürfen. Wir wollen euch einfach mal mit auf die Reise nehmen, was nimmt ein Minox-Angestellter aus der Optikindustrie, was nimmt ein Tore Wolf von der Firma Mauser mit auf die Jagd. Ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich auf dem Hochsitz. Ja, jetzt sind wir hier auf dem Hochsitz angekommen und was natürlich das Wichtigste, was wir bei der Jagd unter anderem brauchen, das ist unser Fernglas. Und ich habe heute dabei das Minox X-Range 10x42, unser erstes Fernglas mit Laserentfernungsmesser. Das Tolle daran ist, wir alle als Jäger wollen immer einen weitgerechten Schuss machen. Gerade wenn ich in einem fremden, neuen Revier bin und ich kenne die Gegebenheiten, ich kann die Einschussentfernung vielleicht nicht so einschätzen, mache ich ihm als erstes, sage ich mal, dass ich die Umgebung abglase und messe mir verschiedene Entfernungen aus, damit ich grob weiß, wie weit ist mein Schuss oder wie weit kann ich schießen. Gerade hier im alpenländischen Raum ist auch mal oft die Möglichkeit, einen Schuss auf längere Distanzen zu machen. Und da ist das Tolle an dem X-Range, dass wir neben der linearen Entfernung auch immer automatisch den Winkel angezeigt bekommen, den Winkel, den wir schießen. Und daraus resultierend zeigt uns das Fernglas auch die sogenannte ebenerdige, horizontale, winkelkorrigierte Entfernung an. Deswegen für mich einer meiner ersten Begleiter in einem fremden Revier, das Minox X-Range 10x42. Und das ist das, was ich jetzt auch ein bisschen mache. Ich glase noch ein bisschen die Umgebung ab, um einfach, sag ich mal, ja, heimisch zu werden. Ja, neben meinem Minox X-Range 10x42 führe ich heute ein Mauser 98 Repetierer, elegante Waffe, 7er Holzklasse, Kaliber 7x57, und darauf haben wir montiert das Minox Allrounder 2x10x50. Und wie ihr seht, einfach die Optik dieser Waffe in Kombination mit diesem Zielfernrohr ist einfach schlicht, einfach und genial. Ich inkludiere mich da, ich gehöre zu den Jägern, die eine Waffe führen wollen, wo ein Zielfernrohr drauf soll, was die Ästhetik der Waffe nicht zerstört. Egal, ob das ein alter Karabiner ist, ob das ein Repetierer ist, ob das ein alter Repetierer ist, neuer Repetierer. Ich will einfach Eleganz auf der Waffe haben. Das ganze Paket muss stimmen und das haben wir natürlich mit unseren Minox Zielfernrohren. Wir haben schlanke Türme, sowohl der Höhenturm als auch der Seitenturm. Wir haben 30 mm Mittelrohr hier mit der Ringmontage. Das ganze Design schlicht und einfach gehalten, aber natürlich das innere Leben, absolute volle Power, was Optik angeht, was den Leuchtpunkt angeht, was die Leuchtkurven angeht und die Abbildungsleistung, Lichttransmission. Aber hier, wie gesagt, eine ganz, ganz tolle Kombination. Edle Waffe, tolles Zielfernrohr, einfach zeitlos und klasse.